Jo, hi Leute, da bin ich wieder. Heute ist Sonntag, schönes Wetter, auch wieder fast zu warm heute. Irgendwas um die 28, 29 Grad. Jo, und heute habe ich mir gedacht, fahren wir mal zum Möhnesee zusammen, wa? Vorausgesetzt, ihr habt Bock. Wenn ihr keinen Bock habt, einfach wegschalten. Wir haben jetzt 18.37 Uhr und die Strecke ist jetzt ungefähr 30 Kilometer lang. Ja, schätze mal so halbe Stunde, 40 Minuten sind wir dann da. Wollen halt auch nicht zu viel Tempo geben. Wie gesagt, ist Sonntag. Ich denke mal, die Blitzer und Laser stehen auch an jeder Ecke, nicht an jeder Ecke, aber hin und wieder werden wir wahrscheinlich einen sehen oder auch Motorradkontrollen, wer weiß, gerade Wochenende, schönes Wetter, Sauerland ist immer viel los. Deswegen erwartet heute nicht zu viel an Speed. Ein bisschen gemütliches Cruisen muss auch mal sein. Ja, ich hoffe, der Tank reicht noch hin und zurück. Hin auf jeden Fall. Weil einmal bin ich schon mal liegen geblieben. Da war der Zeiger im Roten, aber lag noch nicht auf diesem Pin auf. Da, wo er normalerweise liegt, wenn keine Zündung an ist. Deswegen habe ich gedacht, oh, zur nächsten Tankstelle schaffst du es noch. Oh, Pustekuchen. Habe ich nicht mehr geschafft. Da durfte ich erstmal einen guten Kilometer, anderthalb Kilometer schieben. Vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe neue Handschuhe in Weiß diesmal. Sieht man vielleicht auch ein bisschen besser. Sieht auch noch ein bisschen sportlicher aus. Dainese ist sowieso meine Lieblingsmarke. Damals schon mit 16 Dainese Anzug gehabt, also Textilanzug. Aber Leder, weiß ich nicht, bin ich nicht so der Fan. Muss ich sagen, wenn ich jetzt einen Sportler hätte, dann würde ich mich, glaube ich, auch in so eine Lederknuff zwingen. Habt ihr das gesehen? Der geile Shoppi hat gegrüßt. Normalerweise gucken die eigentlich stur geradeaus und kennen nur ihresgleichen. Ich glaube, die Straße kennt ihr auch alle schon. Zwei, drei Mal hier lang gefahren, hin und zurück.
fahren wir hier links Richtung Neheim-Hüsten. Neheim-Hüsten sind ungefähr 5 Kilometer. Ich wäre heute gerne noch mal ein Ründchen mit meiner Vespa gefahren, aber die ist zurzeit bei ihrem Papa bzw. bei ihrem Händler, wo ich sie gekauft habe, in Lippetal. Das ist ein sehr guter Händler, kann man nur empfehlen. Führt auch EU-Modelle, die rund ein Tausender günstiger sind, aber ansonsten eigentlich kein Unterschied zu einem deutschen Modell. Einziger Unterschied ist der Pannenservice für ein Jahr. Aber das fällt für mich sowieso flach, weil ich ADAC Plus Mitglied bin. Also von daher habe ich da keinen Wert drauf gelegt. Ansonsten 2 Jahre Garantie, Werksgarantie, ganz normal. Und wird auch bei Piaggio registriert. Und man kann auch zu jedem anderen Händler damit fahren, wenn man Probleme hat in der Garantiezeit. Alles gar kein Thema. Und man spart locker rund 1000 Euro. Und für 4400 habe ich sie mir mal gegönnt letztes Jahr. In weiß, jetzt mache ich schon Blinker an. Ja, wie gesagt, hätte ich heute auch mal ein bisschen Bock drauf gehabt. Mal so ein bisschen asozial, ohne Schutzkleidung, Jethelm, kurze Hose, so ganz smooth hier über die Straße rollern. Da zieht sich so ein bisschen zu. Oh, Kawasaki. Hi. Was soll ich sagen? Es zieht sich ein bisschen zu. Sieht so ein bisschen danach aus, als ob es heute Abend noch irgendwie ein kleines Gewitterchen geben würde. Was wir natürlich nicht hoffen. So, letztes Mal sind wir rechts gefahren Richtung Sorpe. Jetzt fahren wir mal der Vorfahrtsstraße hinterher. In der Nähe immer einen Honda-Händler für meine Maschine, wenn mal irgendwie was ist, was ich sag mal eine Freie nicht so machen kann, könnte. Da ist einer, aber er hat glaube ich keine Motorräder. Doch, eins, doch, Motorräder stehen da auch. Muss ich da mal hinfahren. Weil bis nach Dortmund Gurken ist auch immer relativ weit, wenn man eine Kleinigkeit hat. Wie immer habe ich ein bisschen Musik im Helm angemacht. Muss einfach sein, sonst wird es doch ein bisschen zu langweilig auf Dauer. Und so ein dermaßen super geilen Sound, selbst mit Sportauspuff hat die CBF jetzt auch nicht. Zumal ich den DB-ITA drin habe. Der kommt auch nicht raus. Cut habe ich auch drin. Also völlig legal. Ja, ich weiß, ich bin eine Pussy. Sagt es. So, jetzt links Richtung Arnsberg, Neheim. Ich weiß, ihr könnt das nicht lesen, ihr habt das im letzten Video gesehen. Die Kamera hat so einen Weitwinkel. Da fehlt so ein bisschen der Zoom geradeaus. Also wie gesagt, Arnsberg 11 Kilometer links. Geht's auch zur Autobahn. Jo. Und hinter uns ein Shopper. Aus wie so eine 125er mit einem älteren Herr drauf. Oder vielleicht auch eine 250er, wer weiß. So, ich hoffe, ihr könnt mich auch verstehen, so wie bei den letzten Videos. Die Tonqualität ist mal gar nicht so schlecht dafür, dass ich das erste Mal sowas mache und eigentlich nichts vorher gecheckt habe, ob es überhaupt funktioniert und wie es funktioniert, einfach drauf losgefilmt habe, ist das schon ziemlich gut. So, rechts
geht es nach Hüsten, links nach Neheim und auf die 46. Autobahn fahren wir aber nicht, das verspreche ich euch. Die habe ich im Navi verboten. Ich bin mal gespannt, was da noch so los ist um die Uhrzeit am Möhnesee. So, jetzt sollen wir gleich links in die lange Wende fahren. Auch nicht schlecht. Wenden will ich aber nicht. Ja, schöne R1. Und eine GS. Ja, bin ich mal gespannt. Weil hier links bin ich eigentlich noch nie gefahren. Wenn zum Möhnesee bin ich eigentlich mal geradeaus gefahren, aber ich fahre jetzt einfach mal blöd nach Navi. Da so die Strecken sind, haben wir alle was davon. Es ist für euch neu und für mich auch mal was Neues. Ja, das machen wir doch gerne. So, jetzt sollen wir hier links fahren. Ach, und schon wieder rot. Der Fahrtwind, Leute, ich sag's euch, der tut richtig gut. Und ich bin eigentlich froh, dass die Sonne so ein bisschen hinter den Wolken verschwindet. Ja, muss doch auch mal sein. Wie sagte letztens noch ein Motor auf locker, Tunnel-Action. Ach, hier sind wir. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Da ist McDonald's. Aral. Jetzt haben wir rechts Richtung Möhnesee. Ausgeschildert mit 17 Kilometern. Der Strecke müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Hier stehen hin und wieder mal wieder die Leute in Blau und lasern oder blitzen. Was ist denn das für ein geiler Käfer? Ein bisschen auf Ratte, auf Gemotz. Ja gut, den Rost hat er weggelassen. Schöner Gepäckträger oben drauf. Schön oldschool, das Dingen.
Ah, diese Fernbedienung von GoPro ist wirklich geil. Also man kann darüber die Kamera ein- und ausschalten. Man sieht den Akkustand, man sieht, wie voll die SD-Karte ist. Also es ist wirklich schon super Erleichterung, gerade als Motorradfahrer. Man kann hier die Aufnahme stoppen, starten. Wunderbar, man sieht, ob es überhaupt noch läuft, ohne sich hinterher ärgern zu müssen. Scheiße, das hatte ich gar nicht drauf, da war sie schon aus. Das ist echt genial. Und es funktioniert auch alles so wie beschrieben. Also da merkt man wirklich den Preis zu den Nachbauten. Ich hatte mal so eine SJ4000, so ein China-Klon. Da ist, glaube nach 4-5 Kamerafahrten, ist mir der USB da rausgebrochen, der Anschluss. Ich habe versucht, den noch dran zu löten, Heißluft, aber konnte vergessen. Na, 40 Euro in Sand gesetzt, scheiß drauf, ab in die Tonne damit. Also wer wirklich regelmäßig hier Filmaufnahmen machen will, der sollte auch wirklich dann was Höherwertiges kaufen. Zum Beispiel auch eine Drift. Ja, sollen auch ganz gut sein. Oh, da habe ich mich aber erschrocken. Da war eine dicke Biene hier gegen ins Visier geflogen. So, da ist schon gleich die Sperrmauer. Na, wie gesagt, 13 Kilometer. Da fahren aber viele nach Hause. Und da könnt ihr es wieder lesen, Unfallstrecke. Also lasst es ruhig angehen, wenn ihr hier mal lang fahrt. Fahr nicht so schnell, runter vom Gas, jawohl. Das ist wirklich ein schöner Käfer, muss man sagen, sagt. Ja, also am Sonntag darf man nicht viel erwarten hier mit der Grüßerei. Gerade hier an diesem Punkt Möhnesee, Sorpesee. All die meisten harten Motorradfahrer oder Biker sagen sich, ey, am Sonntag, da sind sie alle unterwegs. Vor allem die ganzen Sonntagsfahrer, mit denen wollen sie natürlich nichts zu tun haben und lassen ihre Hände schön am Lenker. Also nehmt es den Leuten nicht übel, weil wenn hier andauernd Motorradfahrer langkommen, ich kann auch nicht andauernd grüßen. Jetzt sind wir auch gleich schon da, also es war jetzt nicht so lange. Na, wie gesagt, noch 8 Kilometer. Navi sagt links, ich wäre jetzt gerade ausgefahren, aber wie gesagt, wir machen das einfach mal so, wie das Frau Navigon heute möchte.
wenigstens 100 erlaubt. Hier wieder links. Wie machen wir das? Richtung Brilon. Auf die 516. So. Und wieder Richtung Brilon. Kommt einer? Nein. Und jetzt gehen wir mal so richtig Fofo hier. Quasi wie so eine Grenze, also rechts Sauerland, links so mehr Münsterland, das flache Land, ist auch sehr schön zu fahren dort. Jo, hi, was wollte ich sagen, also da will ich auch auf jeden Fall mal wieder langfahren mit dem Motorrad. Hat man nicht immer dieses Bergauf, Bergrunter und vor allen Dingen die Kurven kann man ein bisschen besser einsehen. Sehr schön dort, die Straßen sind auch ein bisschen besser geteert. Vor allem so Richtung Lippetal, also schräg links. Sehr schöne Ecken gibt es dort. Sehr schöne Wege über Felder. So Wald- und Wiesenwege, aber alle geteert. Teilweise 100 erlaubt oder größtenteils sogar 100 erlaubt. Also kann man sehr schön fahren dort. Und dann nochmal in den vierten. Wir können auch gerade ausfahren, jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Na, wie gesagt, rechts machen wir dann auch. Kommt immer darauf an, an welcher Stelle man rauskommen möchte am Möhnesee. Ja, da macht ihr am besten eure eigenen Erfahrungen. Jawohl, sag. Das ist eine schöne Aussicht, Leute. So, jetzt fahren wir bildlich gesprochen einmal über den Kreisverkehr. Und da unten ist auch dann eigentlich schon der Möhnesee. Das ist hier so eine Klinik, meine ich. Da würde ich sagen, fahren wir einmal so ein bisschen am See entlang und suchen uns dann ein schönes Plätzchen. Oder eine sich eine rauchen kann, oder eine kann mit Mama telefonieren, oder. Jo. Hier sind viele. Oh, was ist das denn? Geiles Teil gewesen. Ah, so ein alter Mustang oder so. So, herzlich willkommen in Körbeke.
wollte gerade schon sagen, warum haben sie nicht 30 gemacht? Laufen doch relativ viele Leute rum. Hier ist der Seepark. Sehr schön. Ich muss sagen, mit der CBF, egal in welchem Gang man ist, macht keine Mucken. Jetzt gerade auch im Kreisverkehr, vierte Gangdringe gehabt, gar kein Problem. Ich hätte sogar im sechsten da durchfahren können, gar kein Thema mit dem Dingen. So, na wie gesagt, wir wären da. Ich habe auch nur den Möhnesee angegeben. Jetzt fahren wir mal ganz geschmeidig hier weiter. Oh! Ja. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Kommen jetzt andauernd Autos. Stockholm geradeaus. Oh. Schöne KTM-Crosser. Schon einiges angenehmer jetzt, die Temperaturen und die Sonne nicht so direkt auf einen drauf scheinen. Das war schon die richtige Idee, abends zu fahren. Ich werde jetzt gleich mal eben kurz mein Navi ausmachen, weil das andauernd sagt, bitte wenden oder in 3 Kilometern rechts und dann wieder rechts. Das nervt, weil andauernd die Musik unterbrochen wird. So, können wir jetzt hier rechts, ja, schön über die Staumauer drüber. Ah, ist das ein schöner Ausblick, Leute. Das gesehen? Wie geil. Möchte ich auch ganz gerne können, aber ich bin einfach so ein Schisshase. Ich weiß nicht. Und ich denke mal, die Leute, die haben das auch nicht sofort hundertprozentig drauf gehabt und haben wahrscheinlich auch ordentlich Lehrgeld dafür bezahlt. Ein oder andere Maschine dabei draufgegangen. Oder auch nicht, wer weiß. Oder vielleicht konnten sie das von damals schon mit dem Mountainbike. Also ich kann es nicht, gebe ich offen zu.
Tag. Na, ihr könnt euch so Tretboote ausleihen. Wir haben sogar so einen Sonnenschirm. Na, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr am Wochenende machen wollt, auf zum Möhnesee. Oh, da ist der Käfer wieder von gerade eben. Also ich fahre ja auch persönlich lieber hier lang, wenn nicht so viel los ist. Also irgendwann vormittags in der Woche. Kann man auch gut mit Inlinern oder so um den See heizen. Auch eine Möglichkeit. Das war immer Visier wieder auf hier. Kriege ich ja Hitzekoller. Ich hoffe, mir fliegt jetzt keine Wespe oder so ein Scheiß ins Auge. Keine Sonnenbrille auf. Wenn ihr das riechen könnt, das riecht richtig schön frisch nach Wasser. Der DLRG, der darf natürlich nicht fehlen. Oh, schön Schatten hier. Ach so, da hinten. Wenn wir jetzt hier weiterfahren, dann können wir rechts oder links. Und ich meine, rechts ist gesperrt immer noch. Machen sie die Straße neu oder die Brücke da hinten neu am Möhnesee. Dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen anders fahren. Also wieder Richtung Arnsberg quasi. Richtung Soest ist gesperrt. Oh, ich fahre mir aber erstmal kurz auf den Parkplatz. Schöner Audi TT. So. Oh. Schotterparken ist natürlich auch scheiße.